Eigentlich ist die Schweiz generell bekannt dafür, dass sie Fremde nicht mit offenen Armen empfängt. Und in Bern ist das ganz speziell. Ich hatte einen kleinen Bonus. Ich war ja zuvor Chefdirigent gewesen in Schweden, aber vor allem in Amerika. Und in der Schweiz gibt es ja einen Professorentitel und es gibt einen Doktortitel und den IACS in Amerika XE. Und ich glaube, dieser kleine Bonus hat mir etwas genützt, denn merkwürdigerweise gingen die Türen hier auf, also wie beim Sesam, öffne dich. Das hat mich zunächst mal stutzig gemacht, misstrauisch, aber dann habe ich es einfach angenommen und es war gut so. Mich hat es immer ein bisschen verwirrt, dass diese Stadt, wenn man natürlich am Bahnhof ankommt und dieser Lärm von den Gleisen im Ohr hat, und dann versucht man den Klang dieser Stadt zu finden und der ist rund zwar, aber nicht sehr definierbar. Und es galt ja eigentlich, dass ich hier in dieser Stadt die Chance bekomme, einen Klang zu verwirklichen. Und der war zunächst auch etwas lärmig, nicht sehr differenziert und wurde aber immer flexibler und immer durchlässiger. Und heute würde ich sagen, mir gefällt der Klang dieser Stadt. Ich kann mich da hineinlegen. Wobei in allerletzter Zeit, jetzt durch die Pandemie, hat diese Stadt keinen Klang mehr. Ich gehe hinaus und es ist stumm geworden. Aber vielleicht ist das auch ein inneres Empfinden, denn wir dürfen im Moment nicht spielen. Und ohne Spielen gibt es für einen Musiker keinen Klang. Auch wenn es dir den Schädel fast verjagt, weil da so viel drin ist. Aber es kommt nicht heraus zum Klingen. Ja, ich bin mit einer großen Vision gekommen und hoffte von Anfang an, dass es nicht eine Illusion würde. Zunächst mal wollte ich bei einem Schweizer Orchester in Bern verwirklichen, was Zinnmann so wunderbar in Zürich gelungen war, etwas aus Amerika zu importieren. Zunächst mal die Geschwindigkeit, dass man sehr schnell liest, dass das Prima Vista ganz wunderbar sofort funktioniert, man nicht viel Zeit verliert mit Erklärungen und mit Unwägbarkeiten, die technischer Art sind. Und dann halt die Disziplin. Die amerikanischen Orchester sind unglaublich diszipliniert, es wird nicht geschwatzt und man kommt sofort zur Sache, weil alles gesponsert ist in Amerika. Jede Minute ist von jemandem geschenkt. Das heißt, Zeit ist Geld. Und das hat auch seine Vorteile. Das hat auch ein, das pusht dich auch irgendwie, die Zeit nicht zu verschwenden. Und es ging am Anfang etwas harzig und es hat sich dann aber doch sehr schnell entwickelt, dass diese Disziplin stattgefunden hat, wir einander zuhören konnten. Und dann auch eine künstlerische Vision, nämlich etwas informiert zu spielen, also historisch informiert zu spielen, einen eigenen Stil zu kreieren, etwas zu tun, was vielleicht ein bisschen ein Einzelstellungsmerkmal ist, was nicht alle anderen haben, und an dem zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel das flexible Tempo. Es ist auch immer wieder das Non-Vibrato, ein Klang, der ganz wahr ist, der dir wirklich sofort ins Herz geht. Und die Meisterwerke unter diesem Aspekt noch einmal zu sehen, das war meine Vision. Deswegen bin ich hergekommen und deswegen bin ich auch so gern geblieben. In Amerika kann man ohne Auto nicht leben. Und da ich nicht Auto fahren kann, brauchte ich einen Chauffeur.
Das hier in Bern zu verlangen, wäre lächerlich gewesen. Aber das hier ist doch eine wunderbare Stadt fürs Fahrrad. Vor allem, es geht sehr oft hinauf und das ist Training. Und es geht auch dann wieder runter und das ist Lust. Also hier Fahrrad zu fahren, das ist eigentlich die Erfüllung eines Lustprinzips. Und ich habe den Chauffeur nie vermisst. Dieser Raum steht meinem Herzen ganz nahe. Er steht zunächst mal im schönsten Garten, im Garten Eden von Bern. Ich bin hier oft vorbeigegangen und diese Kirche, es ist ja eigentlich eine Kirche, war immer geschlossen. Und als ich hineinging, als es endlich einmal geöffnet war und nur eine einzige Schwester hier drin saß und ich sagte, braucht ihr diesen Raum? Denn das wäre eigentlich mein Proberaum. Da habe ich gemerkt, das ist gar nicht unmöglich. Dem muss man nachgehen, diese Idee. Und ganz bald hat es sich verwirklicht und es ist unser Proberaum geworden und er wird es auch lange bleiben. Auch wenn wir im Casino proben dürfen, dürfen wir hier sein, wir dürfen hier leben, wir dürfen den Garten dazu nehmen, wir dürfen hier proben, wir dürfen hier einfach sitzen, wir dürfen hier lesen. Und wenn wir hier proben, sind wir eigentlich sehr glücklich. In gewisser Weise ist es ein spiritueller Raum geblieben. Nicht nur, dass wir unter dem Zeichen des Kreuzes, das ja auch ein Leidenszeichen ist, proben, sondern man spürt hier, der ist eigentlich für etwas anderes gebaut worden. Und diese Schwingungen dürfen wir aufnehmen. Es ist ein ganz großes Geschenk.